Mach dich bereit, Fatback muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umbieten. Was geht dich das an? Wenn Batbug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Das muss doch ein Schalter haben. Wo ist der? Ich hab was gehört. Was ist das? Alter, das war echt zu knapp. Findet ihn. Dann macht ihn kalt. Verstanden? Ja. Der kommt nicht leben. Los, kommt erst wieder, wenn ihr ihn gefunden habt. Oh, was ist hier weiter? Warum sind sie denn gerade alle unter mir? Bleib wach, Alter. Die sind alle so da ungefähr, wa? Ausgeschaltet, was jetzt? Ja. Welchen, achso, scheiße. Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Schon mal.
kommt mir noch. Dann spricht er mit Iraq. Und Bedbug wäre so gut wie tot. Na komm, 112, 110, 100. Ah, wunderbar. Schneller als er. Bahnstrecke ist auch immer gut. Oh. Ah, aber meinem Fahrkünstler, an dem muss ich echt noch arbeiten. Und der ist schon wieder fast einen Zivilisten platt gefahren. Na komm. Na komm. Ja. Reichen wir Bedbug-Standort. Brauchen wir das Auto. Mal kurz. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Ja, los geht's. Ich muss über die Brücke. Okay. Ich suche mir auch immer die Luschenkarren XL aus. Alter Verwalter, ey, was geht hier ab? Da, los jetzt hier aber. Hätte ich eine Geschwindigkeitsanzeige, ey, das Ding wird gerade mal bei 70 sein oder so. Oh, der Motor platzt gleich. Haltet ihn mal an. Ups, aha. Dadurch wurde ich jetzt doch sehr extrem langsam. Nein, das hat mir selber... Oh, Mist. Das war jetzt nicht die intelligenteste Idee, die ich hatte. Wir bauen die neue CTOS-Ding. Penner. Will wieder was hacken. Nun hat Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe. Aber ich kann auch sehr gut nehmen. Na komm. Ah, ich glaube, mit dem Auto hier rumzufahren, ist nicht so intelligent. Habe ich hier irgendwas in der Nähe, was ich hacken kann? Oh. Ich soll ihn anrufen. Aber wie soll ich ihn anrufen? Ich bin noch nicht nah genug ran. Scheiße. So. Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone.
Der ist für Bad Bug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Okay. Sind drin. Und Irex Anteil? Nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sonst dich um mich. Nein, und dann was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann, Irex bringt mich um! Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Okay. Weirder Typ. Nicht um mich? Nein, und anscheinend verschrottet. Akt 2. Ungeladen. Mission beendet. Oh, geil. So, jetzt ist meine goldene Frage. Hat das Spiel gespeichert? Ich mache noch eben den Wegpunkt, weil dann bin ich mir sicher, dass es gespeichert hat. Oh. Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. So, gut. Profiler. Aktivieren. Immer diese Telefonierer. Hast du einen Weg in Irex-Gebäude gefunden? Ja, Bad Bug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Irex trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bad Bug sagt, Irex fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Irex Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schick dir den Standort des Koffers. Okay. So, ich hätte jetzt gerne eine Kamera oder sowas in der Nähe. Schätze, das ist es. Der Typ muss hier irgendwo sein. So. Chicagos meistgesuchter Gewaltverbrecher stiftet weiter Unheil und die Polizei kann ihn nicht stoppen. Den Bürgern wird empfohlen, sich dem Mann keinesfalls zu nähern. Ich hab hier was für dich von Lucky Quinn. So. Läuft. Verbrecher neutralisiert. Ruf verbessert. Ich bin wieder Bürger. Ich bin wieder Bürger. Ja. Na endlich. So, und er hat gespeichert gerade. Er hat gespeichert, meine Damen und Herren. Er hat gespeichert. Das finde ich wunderbar. Gut. Das war's auch wieder für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und ich wünsche noch euch einen schönen Abend
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Oh ja. Bis denn. Ciao. Oh Gott, da kommt noch ein... Nein, mache ich jetzt nicht. Nein. Ciao.